Wisst ihr noch, als Noweski 2 Eigentore in 3 Minuten schoss? Der 18. November 2005. Das Rhein-Main-Derby zwischen Mainz und Frankfurt sollte zu einem absoluten Kuriosum werden. Aber von vorn. Schon nach 3 Minuten der erste Rückschlag für Klopps Mainzer. Innenverteidiger Nicolce Noweski drückt eine Frankfurter Ecke mit der Brust ins eigene Tor. 0:1. Exakt 132 Sekunden später das 0:2. Wieder ist es Noweski. Wieder ist es ein Eigentor. Der bittere Doppelpack ist perfekt. Doch Mainz gibt nicht auf. Und es kommt, wie es kommen musste. In der 70. Minute trifft ausgerechnet Noweski nach einem Freistoß von Antonio da Silva zum 1:2. Das dritte Tor des Innenverteidigers. Den Schlusspunkt der historischen Partie setzt in der letzten Minute Ruman. Er stochert den Ball zum 2:2 Endstand an Nikolov vorbei ins Frankfurter Tor. Unentschieden im Derby, in Erinnerung bleibt Noweskis besonderer Dreierpack.